So. Ja, und es ist heute wieder etwas neblig, wie man sieht. Eine Thermosflasche. Zack. Batterien wären mir zwar lieber, aber man kann nicht alles haben. Heißt es immer so schön. So, Sheriff, komm! Ja, und hier sieht man das silberglänzende Wasser. Die wirft doch glatt die Tonne ins Wasser. Also fast. Was ist hier eigentlich los? Wo kam die jetzt einmal auf einmal her? Nein! Okay, das war doof. Das war jetzt wirklich doof. Die hätte ich wahrscheinlich noch besser gebrauchen können. Was machst du da, Mädchen? Ich gucke erst noch. Ist das... Ach, wie schön, das ist das Café. Hochleistungstaschenlampe nehme ich natürlich gerne. Ja, man erinnert sich ganz am Anfang. Gegenstandslimit erreicht. Das gibt's ja nicht. Ja, vielleicht beim Zurückgehen. Aber die Batterien brauche ich auf jeden Fall. Ich will ein paar Erklärungen hören, ja? Zum Beispiel, was ist mit Rose passiert? Später. Irgendwas stimmt gar nicht mit dir. Später, Mädchen. Dasselbe ist mir auch passiert, nachdem ich hier ankam. Die Woche, von der Sie nichts wissen? Oh, ich erinnere mich jetzt. Gut, die Türen sind alle zu. Eine Manuskriptseite. Lesen. Lesen. Barry auf der Polizeiwache. Barry war in seinem Element, erledigte Anrufe, auch wenn er nicht genau wusste, was er tat. Er wollte die heiße Sheriffbraut nicht enttäuschen, auch wenn ihn jedes Geräusch von draußen, und das waren einige, zusammenschrecken ließ. Er hatte Al kurz eine SMS geschickt, dass er sich beeilen sollte. Plötzlich verharrte Barry. Irgendwo im Gebäude zerbrach ein Fenster. Dann ging das Licht aus. Oh. Also es scheint so, als ob Barry in Gefahr wäre. Oder irgendwann mal in Gefahr kommen könnte. Naja, ist uns momentan egal. Wir müssen hier weiter. So. Gut. Ja, und es ist hier düster. Oh. Ja, schön, dass sie mir das so zeigt, ja. Zack, zack. Ups. Oh, der ist jetzt etwas Und geflohen. ich fand New Yorker unhöflich. Ja, genau. Haha. Und Ellen hat hier einen lockeren Spruch auf Lager, ne? Er fand New Yorker unhöflich. Ach, echt? Oh, lauter WC-Hütchen. Ach, wie süß. Sie haben das Recht. Oh. So, ich schnapp mir gleich den Dicken hier. Ja. Alter, Leute! Das gibt's ja wohl nicht, ey. Das wäre jetzt schon wieder bald in die Hose gegangen, ne? Also, noch sind wir. Wieso kannst du nicht einfach schießen, wenn ich schießen sag, Alan? Mensch, 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 Mensch. Boah. Nein, autsch. Ich habe Angst. Schätzchen, du schaffst das eh kurz alleine, oder? Ah, scheinbar doch nicht. Gut, danke. Oh, hinter uns auch einer? Nee. Puh, das war ja wieder mal sehr knapp, ja. Und ich dachte noch, ach, schön lauter Dixie-Klos, also so WC-Hütchen, ne? Hab ich schon wieder Werbung gemacht. Aber nein, hier sind ja wieder massig Gegner da am Werkeln. So, machen das. Oh, das wollte ich nicht. Aber das Zeug will ich natürlich schon. So. Also klar, die sind hier für das Hirschfest sind die aufgestellt. Kenn mich aus. Ach, wie süß. Welches Auto ist das? Wake, hier drüben, hier ist Licht. Ja, das stimmt, da ist Licht. Toll. Ah, hier ist ein ich Kästchen. Einen Schlüssel. Geben Sie mir Deckung. Was willst du, Mädchen? Oh, da habe ich noch was. Oh. Was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Was passiert? Oh. Das ist doch keine Falle. Ach so. Oder schon? Das war schon eine Falle. Zack, zack. Leute.
Ich habe hier Leuchtfackeln. So. Das ist euch hoffentlich eine Lehre. Oder? Ja, der Dicke ist immer noch da. Aber, Alter. Zack, zack, zack. Achso, Waffen nachladen. Wow. Freundchen. Ich mag das nicht so gern, ne? Wenn du hier mit mir spielst. Oh oh. Hat der. Ja, das sieht jetzt etwas aus. Oh. Ach, sind wir schon wieder weit, oder wie? Nicht! Nein! Mensch, Mensch, Mensch. Ja, ja. Ja, ich sterbe jetzt hier durchaus dann und wann mal etwas öfter. Aber ist ja okay, oder? Darf ich schon. Na komm. Ja, hier ist Licht, bla bla bla, das wissen wir ja. Ich weiß, Mädchen. Wo Licht ist, ist auch Schatten. Das ist ja hoffentlich klar, oder? Oh nein, das ist eine Falle. Geben Sie mir Deckung. Ja, ja. Das war eine Falle, oh mein Gott. Das wissen wir schon, dass das eine Falle war. Na komm, dich kriegen wir mal. Zumindest antitschen, damit du verwundbar bist, ne? Immer diese. Ja, komm schon. Zack, zack, zack. Waffe nachladen. Immer schön. System. Ah. Brauch eine bessere Taschenlampe. Also wäre zumindest zu empfehlen, ne? Geht das? Oh, der hat ja hat der echt eine Motorsäge. Naja. So, nachladen. Oh. Gut, vor dem habe ich ja etwas Respekt, muss ich sagen. Ja, weil die Typen mit der Motorsäge, die sind meistens etwas mit Vorsicht zu genießen, sage ich mal. Ne? So, zack, zack. Ja. Gut, sie hält den eh etwas auf Trab, das ist gut. Beziehungsweise sie tötet ihn. Ach ja, und du bist ja auch schon anschießbar. Naja, dann. So war's das jetzt? Ja, scheint so. Wie sieht's aus? Gehen wir, Wake. Ja, schön. Ja, reserviert für, ja, Stadt, also Angestellte der Stadt oder des Dorfes. Ah, und hier sind Leuchtfackeln. Brauchen wir natürlich. Geht's hier weiter? Schön. Hier hat jemand am Sicherungskasten rumgespielt. Reparieren Sie das, während ich die Schlüssel suche. Was? Ich habe heute schon einen Stromschlag abbekommen. Ja. Erst wenn ich die Schlüssel suche und Sie schmoren. Schön, Sie sollten im Sekretariat auf der anderen Gebäudeseite sein. Beim Haupteingang. Okay. Ja. Eben, war das jetzt zu schwierig? So. Will mir die immer die Arbeit in die Schuhe schieben? Ich glaub's nicht. Ohne Manuskriptseite. Lesen. Hey. Das Dunkel schlägt zurück. Die Finsternis, die Barbara Jaggers Gesicht trug, war zornig. Die Geschichte in dem Manuskript hatte sie die ganze Zeit gestärkt. Doch nun hatte das Licht den Schriftsteller befreit und sie geschwächt. Es war nur eine Frage der Zeit, bis das Dunkel wieder stark sein würde. Doch bis dahin würde es ihm schwerfallen, den Schreiber einzufangen. Ja. Schön, ne? Oh. Die Nachricht war von Barry. Er machte sich im Sender langsam Sorgen und trieb uns zur Eile an. Ja, ja. Ich bin ja noch am gucken. Oh. Hi, mein Freund. So. Komm. Waffe nachladen. Ja, das war wieder einer, der etwas mehr Munition braucht. Schade eigentlich. Das hatte ich habe hier auch noch eine etwas bessere Schrotflinte, ne? Geht's hier rein? Nein. Ich habe eine Tür gehört. Hm. Hier? Ah. Ah, sehr schön. Wunderbar. Handlampe genommen.
So, Batterien, schön langsam wird's wieder. Blendgranaten, ja, genau das brauche ich. Und den Hubschrauberschlüssel natürlich. Okay, Sheriff, ich hab die Schlüssel. Barry? Wieso ist er nicht drin? Oh Gott! Ach ja. Ihm verfolgt das Dunkel. Barry, pass auf! Barry, weg! Barry! Er hat's reingeschafft, Wake. Er ist okay. Tja. Ist blockiert. Los, Wake, gehen wir außen rum. Nee, ich muss. Ach, herrje, ich wollte doch hier noch. Nein. Warte kurz, Mädchen. Muss ich nur mal kurz gucken. Ist hier noch wo was? Ach ja. Okay, hier kann man auf jeden Fall nicht durch. Was ist das hier? Gasflaschen? Nee, was ist denn? Okay, ich habe keine Ahnung, was das ist. Naja, egal. Geschlossen, sicher? Ja. Ist so. Okay. Eieieiei. Na, dann werden wir dem Mädchen wohl folgen müssen. Was ist das? Ein Monument. Was steht hier geschrieben? Es gibt keine Aufzeichnungen darüber, wann Bright Falls als namenloser Handelsposten gegründet wurde. Die eigentliche Stadt entstand, als die Bright Falls Mining Company 1878 in der Gegend ihre Tätigkeit aufnahm. Zu dieser Zeit entschlossen sich der Trapper Hubert Biltmore und Amos Gunderson, ein Pionier aus Tacoma, ein Postamt, einen Saloon und ein Hotel zu bauen. Alles im selben Gebäude. Diesen beiden Männern ist es zu verdanken, dass Bright Falls zu der beständigen und florierenden Stadt wurde, die sie heute ist. Ja, schön, ne? Hat sogar hier so ein kleines Wahrzeichen erhalten. Ah. Vertraue niemanden in der Dunkelheit. In der Dunkelheit darfst du niemanden vertrauen. Nur drum, ja, komm. Ich finde ja das auch so interessant, wenn man die anleuchtet, dass die wirklich den Kopf wegdrehen. Ja, ist wirklich sehr schön gemacht. Oh. Ich wette, von hinten kommen auch wieder welche, oder? Nein, aber es sind dafür hier vier. So. Achso. Ah, die Batterien schon wieder leer. Ich muss schon sagen, diese... Ja. Gibt es hier eigentlich noch eine bessere? Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht mehr. Die eine Taschenlampe, die wir letztens haben, war die besser als die da? Schwer zu sagen. Naja, na zum Glück lädt sich die wieder automatisch auf. Wir können durch den Buchladen. Wheeler sollte hinten auf dem Hof auf uns warten. Ach ja. Was ist denn bloß los mit allen? Ruhe, verdammt, oder ich rufe den Sheriff. Oh, hi, Doc. Alles unter Kontrolle, keine Sorge. Sarah, wird auch Zeit, dass jemand auftaucht. Dieses ständige Geballere in die Luft ist idiotisch. Es wird noch jemand erschossen. Und das am Hirschfest. Ich weiß. Gehen Sie wieder ins Bett. Da hat er recht, Wake. Hören Sie, diese Stadt schafft das nicht. Was schafft diese Stadt nicht? Was schafft diese Stadt nicht? Ja, und Buchläden, das ist immer so eine Sache für einen Schriftsteller, ne? Vor allem, wenn man Alan Wake ist, ein sehr berühmter Schriftsteller. Gibt's ja sonst noch irgendwo was zu finden? Nein, leider nichts. Dann gehen wir eben schnurstracks in den Buchladen rein. Alan Wake, The Sudden Stop, ja. Schön. Ja, zumindest eine Thermoskanne gibt's ja. Flasche, ja. Ich werd's nie lernen. Die nutzen das wirklich aus, dass sie hier sind, Wake. Ich habe gehört, dass die viele von ihren Alex Casey-Büchern verkaufen. Gerade bin ich kein großer Fan meiner Romane. Wieso nicht? Hier ist doch wieder eine Manuskriptzeit. Ist doch schön, die lesen wir doch. Cynthias Arbeit. Cynthia Weaver arbeitete hart und befolgte ihre zwanghaften Rituale. Manchmal wehrte sie sich, fügte sich aber immer. Sie spukte durch das verlassene Kraftwerk von Bright Falls, markierte Vorratskammern mit lichtempfindlicher Farbe, die nur jene sehen konnten, die vom Dunkel berührt und vom Licht errettet worden waren.
wie sie. Sie bereitete alles für den Krieg vor, der bevorstand. Der Krieg zwischen den Mächten von Licht und Dunkel. Das klingt ja interessant.